Moin Brickbegeisterte und Lego-Liebhaber oder die, die es noch werden möchten. Ja, willkommen zum fünften Video aus meiner Creator Car Special Serie. Ich hatte ja gesagt, dass ich alle fünf Cars, also Creator Cars, die ich besitze, mal nacheinander vorstellen. Und vier Stück habe ich schon vorgestellt und heute seht ihr das fünfte und damit das letzte. Zumindest von dem, was ich zurzeit noch besitze. Ja, das ist der Ford Mustang von Lego aus dem Jahr 2019. Die Nummer ist die 10265, 1400 und ein paar zerdrückte Teile. Ein Prachtstück. Für viele das Highlight aus der Creator Car Serie, ja aus der gesamten Serie glaube ich, wenn wir vielleicht mal so was wie den alten genoppten Käfer mal rausnehmen, der ja sicherlich so ein bisschen separat zu sehen ist. Aber alles seit dem Bully im Endeffekt, sagen viele, ist das beste und schönste Creator Car Modell. Und dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Das Ding ist wirklich rundherum gelungen, mir fallen keine großen Sachen ein, über die man jetzt meckern könnte. Wir werden es gleich nochmal angucken. Vielleicht finden wir noch was, über das wir meckern können. Wir brauchen ja was zu meckern. Irgendwas muss sein. Nein, Quatsch. Wir schauen uns das gleich mal in Ruhe an, das Ganze. Wie üblich bei den Creator Cars. Und am Ende werden wir mal gucken, ob es wirklich was zu meckern gibt oder nicht. Ja, das Übliche. Was gibt's dazu? 1400 und ich guck mal schnell nach. 1471 Teile soll das gute Stück haben. Letztes Jahr erschienen. Ist noch auf dem Markt, kann man noch kaufen, bummelig um die knapp 130 Euro ist so der reguläre Listenpreis momentan aufgrund dieser 3% weniger Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer, was auch immer. Ist ein bisschen günstiger, aber so roundabout 130, man bekommt ihn vielleicht auch irgendwo ein bisschen günstiger, kann ich jetzt schwer sagen, müsst ihr mal gucken, aber es gibt ihn noch. Und für jeden, der diese Serie mag, kann ich nur sagen, das ist eigentlich ein kleines Muss innerhalb dieser Serie, weil er ist halt einfach gut. Ja, fangen wir doch mal erstmal wie üblich so ein bisschen mit dem Drumherum an. Eins vorweg, genau, weil ihr seht hier so zwei Teile liegen. Das Ding kann man umbauen. Lego hat hier zum ersten Mal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen will. Man konnte das Ding halt modifizieren zwischen einer, ich sag mal, Werksversion, wie er ausgeliefert wurde, und einer Tuning-Variante, so wie er jetzt hier steht. Die Tuning-Variante ist halt ein bisschen anders. Wir gehen da gleich mal in Ruhe drauf ein, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, was das hier soll. Ich lege das mal kurz zur Seite. Ja, fangen wir wie üblich einmal mit einer kleinen Rundumsicht an. Wir haben hier ja eine schöne Front. Wir haben wie üblich mehrere Nummernschilder. Ich habe jetzt nur das eine Paar vorne dran. Die anderen Nummernschilder, die es da mit dabei gab, die liegen jetzt irgendwo in meiner kleinen Gruschelkiste. Ich kann euch leider nicht mehr sagen, wo die sind. Da ist mir persönlich aber auch immer nur so, naja, sekundär wichtig. Der Mustang vorne ist gedruckt, genauso wie die Fliesen, die ich euch gleich noch zeigen werde, bedruckt sind. Und er hat noch kleine einer Rounds, die eigentlich auch noch bedruckt sind. Ne? Und ich glaube, hier haben wir auch noch eine kleine Fliese, die auch nochmal bedruckt ist. Also wir haben hier eine ganz gute Mischung zwischen Klebern und Bedruckungen. Hier oben seht ihr auch schon welche von den Fliesen, die bedruckt sind. Da gab es immer so ein bisschen das Problem, dass die, wie man hier auch erkennt, nicht immer, ja, weil die nicht hundertprozentig mittig gedruckt wurden, was auch echt schwierig ist, muss man gucken, dass man da so einigermaßen die Linie trifft. Ich habe das jetzt nicht so gut getroffen, ich habe da nicht so drauf geachtet. So, dann gehen wir mal weiter über die Beifahrerseite hier. Wir sehen übrigens ein wunderschöner Frontgrill. Wie gesagt, in dieser Tuning-Variante ist vorne hier ein großer Spoiler unten drunter. Der ist sonst nicht da dran. Na, den habe ich jetzt entsprechend da drunter gebaut bei dieser Variante. Wir haben Reifen, die, wie ich zum ersten Mal finde, von den Proportionen und Dimensionen wirklich gut dazu passen. Wir haben eine Lenkung, die sogar einen halbwegs ordentlichen Lenkeinschlag bietet für ein Creator-Auto. Die Lenkung geht auch drin aufs Lenkrad, das zeige ich euch nachher nochmal. Die ist also jetzt nicht nur rein handbedienbar, sondern die geht richtig weiter. Ja, wir haben, wie gesagt, eine wunderschöne Seitenlinie. Auch hier die Fliesen unten, die sind bedruckt. Und auch da sieht man natürlich, dass die ja von der Flucht hier nicht hundertprozentig sind. Das ist halt schwierig, ne? Aber ansonsten alles bedruckt, auch das GT ist bedruckt. Ja, diese Sidepipes hier vorne, die, wie gesagt, gehören zum Tuning-Paket wieder. Die kann man relativ einfach abnehmen. Ich mache das jetzt mal, dann sieht das halt so aus. Ach so, das andere soll natürlich eigentlich mit ab, aber egal. Na gut, dann baue ich sie wieder an. So, jetzt haben wir wieder Sidepipes dran. Ja, wir haben natürlich eine Tür, die wir aufmachen können. Da gucken wir nachher noch ein bisschen genauer rein. Einen kleinen Außenspiegel haben wir. Ja, ein schönes Heck. Auch hier die, Curved Slope hier, der ist auch entsprechend, nee, ist kein Curved Slope, doch, ist ein Curved Slope. Ist auch bedruckt entsprechend. Hier passt auch so ein bisschen die Linienführung, finde ich, sehr gut gelungen eigentlich von dem Mustang. Sieht wirklich schick aus.
Kommen wir zum Heck. Da haben wir dann gleich noch so eine Besonderheit. Die gehen wir nachher in die Funktion drauf ein. Hinten drauf die Fliese mit dem GT, glaube ich, steht da drauf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist auch ein Druck. Na, also wir haben hier für Lego-Verhältnisse wirklich... Oder war das ein Aufkleber? Ich weiß es nicht mehr. Mann, es ist schon so über ein Jahr her. Also wenn es ein Aufkleber hat, habe ich ihn gut aufgebracht. Ja, dann haben wir hier einen Spoiler. Auch der gehört zum Tuning-Paket. Den kann man halt auch im Normalfall einfach abnehmen. Der ist nur dran, dann sieht das halt so aus. Na, dann haben wir das normale Heck. Schön finde ich hier die Rückleuchten gebaut. Das ist halt Snot-Technik, also gedreht das Ganze. Einfach ein paar transparente Fliesen. Plates, also sehr einfach gebaut, aber sehr effektiv. Schöne Endrohre haben wir da, sieht schick aus. Gut, andere Seite gehen wir ein bisschen kurz und knackig drauf ein, ist ja quasi nochmal das gleiche. Felgen sind übrigens auch sehr schön und ich meine auch, ja, sind die exklusiv hier zum ersten Mal, also das mögen mir so Teile-Freaks sagen, da bin ich immer nicht im Thema, aber die Felgen sehen auch sehr schön aus. Passt alles sehr, sehr gut. So, damit sind wir dann einmal rum. So, nochmal so ein bisschen ins Gänze. Es ist schon ein gut gelungenes Modell, ein hübsches Modell, eine schöne Farbe, dieses dunkle Blau mit dem Weiß zusammen. Wirklich tipptopp. Naja, ich mache mal wieder ein Tuning. Ein Tuning-Mustang draus. So. Ja, dann kommen wir mal ein bisschen zu den Funktionen. Ich bin da mal vorsichtig, weil, naja, es ist ja kein Technikmodell, aber trotzdem, wir haben mal so ein paar Sachen, die wir machen können. Wir haben halt hier mal eine schöne Motorhaube, die denn den Namen auch wirklich mal verdient. Wir haben da drinnen den dicken, fetten Achtzylinder angedeutet. Schön mit den Domstreben da oben angedeutet. Vorne der Kühler, denn dieser große Kompressoraufsatz oben drauf. Das sieht schon fett aus, ne? Und oben, das sind, glaube ich, denn wie heißen die Klappen nochmal vom Vergaser? Vergaserklappen, meine ich zumindest. Man möge mich auch da korrigieren. Ich bin ja kein Automechaniker. Vorne haben wir eine Batterie angedeutet. Also es ist schon wirklich, wirklich hübsch. Haben sich viel Mühe gegeben, hat der Designer echt ganze Arbeit geleistet. Aber auch hier, was ich so bei den Autos von Kader angemeckert hatte, man kann so ein bisschen hier durchgucken. Ne? Man sieht hier schön in den Radkasten rein. Also da war ich ja beim Kader ein bisschen enttäuscht, aber ich musste hinterher feststellen, das hatte ich gar nicht mehr so recht in Erinnerung, dass das hier bei dem Mustang halt auch so ist. Dann haben wir halt die Türen, sagte ich schon. Hier hat er zum ersten Mal, ich guck mal, ob wir das da ins Licht reingehalten kriegen, unten diese Türklappmechanik, damit die nicht weiter aufgeht. Ich mache das mal, ich zeige euch das mal. Na, kann man natürlich jetzt denn nicht sehen, ne? So, da unten. Seht ihr? Ne? Naja, da ist so eine Mechanik, da ganz hinten könnt ihr das erkennen. Die haben die Kollegen von gerade auch munter übernommen und nicht wahrscheinlich auch 100 andere Konstrukteure von solchen Modellen haben das wohl auch übernommen. Wir haben ein schönes Innenleben der Tür, es ist alles hübsch gefliest. Wir sehen da unten gut in den Fußraum rein. Wir haben wundergeile Sitze, wunderschöne Sitze, die auch sehr schön geworden sind. Gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Also alles wirklich mit viel Liebe zum Detail. Ja, wir haben eine Kofferraumklappe und haben da dann auch die übliche kleine NOX-Flasche oder wie die Dinger heißen. Ich hatte da ja schon mal nachgeguckt, habe es natürlich wieder vergessen. Ja, also so eine, ich sag da mal Lachgaseinspritzung zu. Ist ja auch irgendwie sowas in der Art. Dann haben wir als Funktion hier hinten haben wir ein kleines Drehrädchen, da wo mein Finger ist, da. Da seht ihr vorne so eine Schnecke, die dann da oben auf so eine Technikachse geht, mit so einem Zahnrad. Und damit können wir, hier kann man das sehr schön sehen, die Hinterachse quasi stufenlos immer wieder hoch und runter drehen. Da oben seht ihr so einen Zweier-Liftarm, der dann halt entsprechend hier einfach immer nur dreht und damit die Hinterachse ja, auf normal stellt oder auf hoch. Ich glaube, so grob wäre jetzt die normale Stellung. Ja, also die ungetunte Stellung. Ja, irgendwie langweilig. Nein, sieht schon auch nett aus. Und wenn man es dann hochdreht, ich guck mal, ob wir das jetzt wieder so einigermaßen ordentlich sehen können, dass ich das wieder in die Kamera reingehalten kriege. Na, eben hatte ich das so schön mit diesem Spiegelverkehr. Das ist schon immer nicht so einfach. So, warte mal. Da, jetzt drehe ich in die andere Richtung. So, jetzt ist der Lift am unten. Jetzt haben wir quasi die maximale Höhe. Jetzt haben wir hinten das Ding richtig schön höher gesetzt auf der Rückseite. Schon nett. Das ist halt auch eine schöne Funktion, ne? Die gehört aber, wie gesagt, so ein bisschen mit zu diesen Tuning-Geschichten. Finde ich schon echt cool. Ja, Fahrertür haben wir dann natürlich auch noch. Logisch. Auch, ja, die Tür an sich erstmal sehr ähnlich gebaut. Auch da können wir gut in den Fußraum reingucken. Wir sehen da jetzt die schöne lange
ja, Lenkachse, die da im Endeffekt durchgeht. Wir haben vorne zwei von diesen kleinen Rundinstrumenten, wir haben so ein kleines Radio und oben im Spiegel haben wir dann auch das Auto, was uns verfolgt. Ja, das Ganze soll wohl so ein bisschen eine Anspielung sein auf den Film Bullet mit Steve McQueen. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, das irgendwo gelesen zu haben, dass das so eine nette kleine Anspielung sein soll. Dann haben wir einen schönen Mitteltunnel, da haben wir dann den Automatik-Wählhebel, wobei ich bin da jetzt immer nicht so hundertprozentig. Die Amis hatten ja auch früher eigentlich eher so diese Handwählhebel oder auch heute glaube ich noch. Na, heute weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bei den älteren Autos kann ich mir in den Filmen entsinnen, dass die dann halt da mal am Lenkrad die entsprechenden Automatik-Wählhebel hatten und dafür dann immer diese großen durchgängigen Sitze vorne, Sitzbänke im wahrsten Sinne. Aber, ne, don't blame me, da bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, auch hier kann man das Dach wunderbar abnehmen. Das ist eh nicht so wie bei dem Käfer. Ne? Das heißt, wir haben hier die, ja, wir haben jetzt quasi eine Art Targa. Ne? Das heißt, wir haben oben noch ein bisschen Stabilität drauf. Ja, da kann man jetzt schön reingucken. Da seht ihr diesen kleinen Hebel, den ich meine. Da ist er. Na, ich mach das mal so. Dicke Finger. Da ist der Wählhebel. Ne? Da kann man dann hin und her schalten. Einfach gebaut, aber sehr schick. Ne? Rücksitzbank. Und hier sieht man sehr schön mit diesen Arma 2 Brick Modified, die ja so gewellt sind, die hier in Snot-Technik gebaut wurden, ergeben die so schön diese Sitzpolsterungen da. Dieses so, als wenn das so gestepptes Leder wäre oder sowas in der Art. Oder bei den Amis wahrscheinlich eher gestepptes Kunstleder. Ich bin gemein, ne? Ich weiß es nicht damals. Muss ich gestehen. Keine Ahnung. Aber wirklich, wirklich schön. Wie gesagt, auch eine schöne Rücksitzbank hinten. Auch gut gebaut. Also wirklich tipptopp. Kann man wirklich nicht meckern. Ich bin angetan von dem Set, wie man merkt. Das ist ein schönes Set. Es ist, glaube ich, mein persönliches Highlight. Wobei der Mini ist auch gut. Ich kann mich zwischen den beiden nicht recht entscheiden. Ja gut, das Dach von innen unspannend. Und da sehen wir nochmal den Rückspiegel mit der Anspielung wahrscheinlich. Auf einen alten, bekannten Film halt. So, hatte ich nicht irgendwo noch ein... Naja, die Fliesen oder die Qualität der Scheiben ist, okay. Ich hatte hier auch oder habe hier sogar ein paar Kratzer drinne. Da oben ist sogar ein relativ großer drinne. Ich hätte es wahrscheinlich bei Lego beanstanden können, denn ich hätte wohl einen neuen gekriegt, aber ich hatte ehrlich gesagt keine Lust und so doll, dass ich mich stört, ist er jetzt auch wieder nicht. So, dann nochmal zum Tuning-Umbau. Also wir haben halt die Möglichkeit, ich baue ihn jetzt mal quasi zurück. Ne? Als einfachstes haben wir einmal den Spoiler, den wir da abnehmen können. Wir können hier oben dann einmal diesen Aufsatz einfach abnehmen. Den Kompressor, dafür kommt dann wieder der normale Luftfilter halt hier rauf. Mal gucken, dass wir das hier mal richtig raufsetzen. Ne, so rum. Ne, so. Ne, komm her. So. Und dann wird hier, jetzt muss ich mal eben gucken, einfach der wieder reingesetzt hier. So. So. Dann haben wir noch die Sidepipes, die hier abkommen. Einmal, zweimal und der Frontspoiler. So, nun haben wir einen herkömmlichen Werksmustang. Ja, so kann man sich das vorstellen. Na, jetzt muss ich ihn aber hin auch runterkurbeln. Habe ich das schon? Ja, habe ich schon. Ne? Ja, habe ich. So sieht er denn im Normal aus. Auch schick. Aber irgendwie habe ich mir so das Gefühl, als wenn die Schnauze zu hoch ist. Aber das stimmt nicht. Ne? Das ist eher so eine optische Täuschung irgendwie. Ich weiß es nicht. Von der Bautechnik war da jetzt nichts Weltbewegendes dran und drunter haben wir eine schöne Technikkonstruktion, wie man sieht, ne, mit großen Technikrahmen und Technikbricks, die da verbaut sind. Die Lenkung funktioniert über eins der ganz großen Zahnräder, wenn ihr das vorne seht. Stimmt, die wollte ich euch ja noch mal ein bisschen zeigen. Das ist im Endeffekt dieses ganz, ganz große Zahnrad, das wird da von der Seite mit dem kleinen Zahnrad, das ist quasi direkt der Zulauf von dem Lenkrad und das große Zahnrad bedient dann im Endeffekt die Lenkstange. Also einfach, effizient und funktionsfähig. Wie gesagt, zum Rumfahren und Spielen ist das natürlich nichts, aber man kann hier drinnen drehen. Ihr seht das. Geht gut, geht leicht. Ich gucke mal, ob man da was von sehen kann jetzt hier. Ah. Naja, ihr seht da an der Seite das kleinere Zahnrad. Vorne seht ihr diese Lenkstange und dazwischen seht ihr diesen roten halben Liftarm, der das denn da hin und her drückt. Dazwischen ist, glaube ich, ein gelber Liftarm und da sind dann die Balljoints drauf und mit den Lenkstangen der nach außen. Einfach, effektiv, funktioniert, relativ platzsparend. Klar, bei so einem Auto hier ist es nicht so wie beim großen Technikmodell, ne? Nicht wie bei so einem dicken, fetten Bugatti. Lamborghini. Gottes Willen, Bugatti. Egal.
Haben sie gut gemacht. Ja, Kader hat ja auch einiges davon aufgenommen in seinen Sportscars, wie das so schön heißt. Also die Lenkung ist auf jeden Fall da stark von adaptiert. Sie ist nicht sie ist nicht gleich, aber sie ist davon inspiriert, sag ich mal. Aber gut, da kann man, glaube ich, kein Patent drauf bauen. Wer weiß, wer das auch schon mal so gebaut hat, die Lenkung halt in dieser Art und Weise. Was gibt's sonst zum Set zu sagen? Ja, wie gesagt, ich sagte es anfangs schon, es ist ein kleines Highlight-Set gewesen letztes Jahr. Es war sehr, sehr beliebt, oder es ist sehr beliebt, es ist ein gutes Set. Und ich schwanke immer zwischen ihm und dem Mini. Die beiden sind für mich so auf einem Niveau, für mich persönlich. Ich mag den Mini halt auch sehr gerne, weil der halt auch irgendwie stimmig ist von den Farben her, von der Größe, von den Proportionen, passt das halt alles auch sehr gut. Und hier ist das halt auch so. Ne? Das Auto passt halt sehr gut. Es passt auch sehr gut zu Lego, weil die Formen sich sehr gut, wie man sieht, nachbauen lassen. Er ist ja eher kantig, markant und nicht so sehr rundlich. Also nicht so ein Käfer halt oder auch nicht jetzt wie jetzt der Fiat 500. Gut, der ist jetzt eh nicht so. Aber das alles ist ja immer Geschmacksfrage. Ne? Da will ich gar nichts zu sagen. Ich mag ihn. Ich kann ihn nur empfehlen. Kauft ihn euch, solange es ihn noch gibt. Wenn ihr ihn denn möchtet. Wenn ihr eine kleine ja Sammlung habt da zu dem Ganzen. Vor allen Dingen, es sind relativ viele bedruckte Teile dabei. Es ist nicht allzu viel mit Stickern gelöst. Es sind ein paar Teile, die mit Stickern versehen werden. Ach Gott, das ist schon wieder so furchtbar. Naja, warm nicht, aber egal. Immer diese Ausreden von den YouTubern, ne? Wie gesagt, relativ viel bedruckt. Nicht alles, aber viel. Wenn man die Sticker hier weglässt, ist das wahrscheinlich noch nicht mal schlimm. Es fällt wahrscheinlich kaum auf. Ja. Mehr kann ich eigentlich gar nicht sagen zu dem Set. Es ist rundrum eigentlich gelungen. Also ich habe so richtig was zum Meckern gibt's hier eigentlich nicht. Also wenn man meckern wollte, vielleicht noch so dieses Durchgucken in die Radkästen vorne. Aber gut, aufgrund der Lenkung und des Platzbedarfs ist wahrscheinlich auch schwierig, die zuzumachen, also die zuzubauen. Ist die Frage, ob dann eventuell die Reifen irgendwo schleifen, weiß ich nicht. Ja. Hat Kader ja auch, ich weiß gar nicht, hinten. Hinten kann man natürlich auch auf die Mechanik gucken, zum Hoch- und Runterkurbeln. Zumindest zum Teil. Ja, doch, kann man drauf gucken. Aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Den Motor haben sie sehr schön angedeutet. Das ist echt hübsch geworden. Farbe passt. Größe passt. Bauspaß ist toll. Also, wie gesagt, so ernsthaft was zu meckern gibt's nicht. Na, wie gesagt, er wird ja auch gerne wirklich als Highlight in der Creator Car Serie gehandelt. Ne? Also ein anderes Fahrzeug wüsste ich jetzt nicht, was so die Lego-Community so stark zufriedenstellt wie dieses Fahrzeug. Davon wünschen sich alle mehr. Wäre auch so ein Thema gewesen jetzt bei dem Technikmodell Dom's Charger, der ja in der Technikserie rauskam. Das ist ja ein Dodge Charger. Viele sagen, und da gebe ich den Leuten recht, wäre eigentlich in dieser Serie, Creator Car Serie, deutlich besser aufgehoben gewesen. Aber vielleicht hatten die bei Lego gedacht, wir hatten letztes Jahr als ein amerikanisches Muscle Car schon wieder eins. Weiß ich nicht, vielleicht, man weiß es nicht. Die Gedankengänge der Lego-Entscheider, sind ja nicht die Designer, die sind ja, wie man sieht, die können, wenn die wollen und wenn die dürfen, machen die tolle Sachen. Aber die Entscheider, die haben halt wohl gedacht, wir hatten noch erst ein Muscle Car, wir machen lieber ein Fiat 500 und bringen das andere als Technikmodell. Naja, Gott. Kann man sehen, wie man will. Gut. Ich bin eigentlich schon durch. Ich werde noch ein Video machen zu dem Thema Creator Car. Werde dann mal die bodenlose Frechheit besitzen und mal die Legos mit den zwei Kadas und dem einen von Brubix zu vergleichen. Das ist sicherlich mal ganz interessant, weil das ja doch auch komplett andere Preisregionen sind. Der Brubix kostet natürlich deutlich weniger. Wobei der Brubix Stuntman Truck, den ich habe, ist natürlich hart gemoddet. Den da ranzuziehen ist natürlich zum Teil unfair. Da sind so viele Chromteile dran und selbstgedruckte Sticker mit irgendwelchen Logos drauf. Das ist ja. Aber trotzdem werden wir das mal vergleichen. Bei den Kadas kann man das schon eher machen, die beiden. Der 86er Supercar und der, wie heißt das Ding andere nochmal jetzt hier? Ich habe schon wieder vergessen. R35 Supercar. Also der Nissan und der alte Toyota. AE86 oder AE86, wie auch immer das ausgesprochen wird. Wir werden uns das auf jeden Fall mal so ein bisschen vergleichen angucken, mal schauen, wo ja auch Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle liegen und wie die sich so schlagen gegen zum Beispiel den Mustang hier. Gut, an dieser Stelle soll es zumindest das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich bin dankbar für einen Daumen nach oben oder für ein Abo. Ja,
über Fragen oder Sorgen oder Nöte zu diesem Set. Ab damit in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald.